Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island 2. Ja, wir sind zuletzt über den schlammigen Graben auf die andere Seite gekommen, mit Hilfe Jepps. Und ja, jetzt können wir uns hier mal lustig umgucken. Erstmal wollte sich der Jepp aber sauber machen. Haben wir überhaupt noch Wasser da? Weil wir können ja den Schwamm, der dreckig ist, können wir den. Ach, den können wir sauber machen. Aber jetzt ist das Wasser weg. Kann er sich damit denn noch waschen? Dem dreckigen Schwamm? Ja, kann er. Gut. Dann ist ja eine Portion da drin, er ist wieder sauber, das ist ja schön. Dann hat die auch nichts mehr zu nölen, die Mina. Oh, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ein Brennofen. Robust gebaut und gekalkt. Ich muss schon sagen, diese Verschollenen, die vor mir auf der Insel waren, erstaunen mich immer wieder. Sie haben Brücken gebaut, eine Mühle, einen Telegraphen, dessen Maste immer noch stehen. Wenn sie mehr Zeit gehabt hätten, hätten sie am Ende noch eine Eisenbahn gebaut. Na ja, das wäre aber komisch. Höhe, unlesbar. Kannst du das nicht mal? Geysir, eine halbe Meile. Anscheinend können wir das Ding hier noch benutzen oder so. Und auseinanderbauen und aufbauen und auseinanderbauen und aufbauen. Wir gehen da mal hin. Zu dem tollen, selbstgebastelten Ofen. Das Wasser ist verschmutzt. Suche nach sauberem Wasser. Hier kann man irgendwas reinstecken. Ja, das ist ja faszinierend hier. Das ist ein guter Platz für eine Feuerstelle. Ja, wir müssten auch eigentlich noch was uns zurechtbauen können. Wieso kannst du das nicht kombinieren? Ist doch Zunder, das haben wir doch das letzte Mal auch so gemacht. Kleines Brennmaterial, ja. Das ist keine schlechte Idee, aber irgendetwas fehlt. Ja, weil du dein Feuer immer vorher selber machst, aber warum? Hö? Was vergesse ich denn jetzt gerade mal? Unlesbar, taugt noch zum Feuer machen. Ja, dann. Mach daraus Feuer. Warum denn nicht? Wo ist denn hier unser Sextant, genau? Damit wir da das. Kannst du da. Hä? Was willst du denn jetzt hier? Unerlaubte Kombination. Warum? Warum? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Das ist keine schlechte Idee. Aber irgendetwas fehlt. Ich verstehe gerade nicht, warum das nicht geht. Hatten wir vorher was anderes genommen? Nein, wir hatten doch die trockenen Zweige, oder nicht? Kannst die Algen nehmen. Was denn? Ja, okay. Dann eben so. Und jetzt der Zunder dazu, oder nicht? Oder nicht? Oder, ach, anscheinend nicht. Nee. Habe ich das vorher anders gemacht? Teleskop, damit da die Hitze oder was? Dann die trockenen Zweige. Können wir da denn jetzt. Mit dem ganzen Zeug könnte ich ein Feuer Ach ja, machen, wir aber es wäre hatten. zu schade, den Stock zu verbrennen. Er ist wirklich praktisch. Ach, wir hatten damals den Ast, fällt mir ein. Und dann reibt sie das natürlich. Und dadurch entsteht das. Aber vielleicht finden wir ja noch einen anderen guten Stock. So einen Ersatz. Den hier vielleicht. Kann sie den nehmen? Nee. Da was dran. Kann sie was anderes nehmen, weil wir brauchen ja was Schmales. Und den will sie natürlich nicht. Den brauchen wir auch. Rein theoretisch brauchen wir den noch. Das hier zur Zweckentfremdung mal wieder. Nein, auch nicht. Dann brauchen wir noch ein Stück Holz. Oh, wir haben hier eine Zange. Was mache ich denn mal mit der Zange? Die können wir dann Die mitschleppen. Treppe ist eingestürzt. Ich sollte lieber nicht versuchen, dort hinaufzuklettern. Oh. Aber wir können Jepp spielen. Jepp kann da hoch. Hui.
Wo sind wir denn jetzt? Schönes. Was zeigst du mir hier? Ah. Bring mal ihr das Täubchen. Was? Wo ist die jetzt? Wo? Kannst du die Zange nehmen? Kannst du die mit nach oben nehmen? Und mit der Zange die Dingens nehmen? Was mache ich mit dem Vogel? Irgendwie. Jetzt ist die Zange wieder da und dann haben wir noch einen Hammer hier. Können wir. Kannst du da. Du hast hier irgendwie. Auf irgendwas zeigst du hier, ne? Du zeigst hier auf. Wo wird denn das jetzt mal ein bisschen deutlicher hier, was er hier in der Blase zeigt? Ich achte gerade nicht auf den Hintergrund, sondern auf seine. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie so eine Art Tüte oder was? Beutel, irgendwas, damit er die nehmen kann. Vogel. Einfach mal einen Vogel mitgenommen. Hier, Mina. Vogel. Vogel, Vogel, Vogel. Vogel. Und weg ist der Vogel wieder. Was machen wir denn da? Da oben ist ein Vogel. Mina! Und Schätzchen? Vogel! Tja, weiß ich auch nicht. Hammer. Kannst du die Treppe damit einhämmern? Zusammenbleiben. Nee. Das geht nicht. Was haben wir hier? Was ist das? Amboss. Amboss-Schroter. Was willst du damit? Keine schlechte Idee. Aber der Amboss-Schroter ist stumpf. Ich muss ihn zuerst schärfen. Aber die Mina, die kennt sich aus, du. Die Mina kennt sich aus. Da habe ich aber nicht so viel Ahnung wie sie. Alleine wie die Sachen heißen. Okay, der Jeb muss noch irgendwas dann kriegen. Wir können uns ja sonst erstmal hier noch umschauen. Unlesbar. Da ist auch noch was. Höhe 325 Fuß. Okay. Da ist das Dreckwasser. Gehen wir nochmal uns weiter umschauen, weil hier waren wir auch noch gar nicht. Oh. Oh. Hui. Was war das denn? Ich höre Fliegen. Ist hier irgendwo ein ekliger Kadaver oder so? Eine halbe Meile zum Sägewerk. 306 Fuß. Bienen. Oh. Bienen. Lassen wir sie besser in Ruhe. Ja. Hör zu, Jeb. Wenn du dir den Honig holen willst, musst du das allein tun. Ich möchte nicht gestochen werden. Will den Honig? Wenn du Wasser schöpfen möchtest, benötigst du einen Behälter. Habe ich. Jetzt haben wir wieder Wasser. Das ist doch cool. Da holen wir uns doch gleich noch mehr. Das brauchen wir nämlich immer. Können wir auch unseren Schwamm mal hier wieder sauber machen. Dann haben wir wieder einen für unterwegs. Wenn er den frisst, dann wird er ja oft wieder gerne sauber. So. Und nochmal, weil es so schön ist. Ach, mit unseren selbstgebauten Tondingern. So, kannst du da selber mal hoch, Jeb? Nee, magst dich hier nicht trennen. Na gut. Höhe 306 Fuß. Dann gehen wir mal zum Sägewerk, wa? So. Ein Destillierapparat. Wie der im Granithaus. Aha. Das muss der Kühltank sein. Er ist leer. Kann ich da Wasser reintun? Ja. Das ist schon mal gut. Er ist mit Wasser gefüllt. Ja, ist auch richtig so. So, und der muss jetzt mit Feuer erhitzt werden, oder was? Oder wie? Oder muss ich da jetzt was anderes reintun? Was kommt da denn jetzt so rein? Das ist ein guter Platz für eine Feuerstelle. Ach hier, hier soll das gemacht werden. Ich brauche aber halt einen Ast. Dann geht das auch. Irgendwas zum Destillieren, so wie damals halt, als wir in der Höhle waren. Das Blatt hängt an einem Nagel. Wenn ich ihn biegen würde, könnte man daraus einen Haken herstellen. Oh. Oho, oho. Können wir uns damit jetzt vielleicht
Oder kannst du damit Feuer machen? Blöde Frage. Nee, das kannst du nicht, aber vielleicht kannst du damit dir eine Angel bauen. Okay, hat sich, glaube ich, schon... Aber du musst ihn ja erstmal biegen. Du kannst ihn ja so... Aber später vielleicht. Rostiges Sägeblatt. Okay. Ich muss etwas vergessen haben. Wie, du musst was vergessen... Ach so. Hier kann man dann drauf treten. Und dann kann ich mir hier so eine Säge oder was bauen. Das wird ja noch heikel hier. Oh mein Gott. Was soll ich denn hier bauen? Oh oh. Oh oh. Ein Affe war da drinne. Der uns was stiehlt, der Schweinehund. Hey! Ein Affe versucht die erste Runde, um dies zu finden, musst du ihm um die Gegenstände, die er haben will, vor der Nase wegschnappen. Drücke die Leertaste, um fortzufahren. Was? Wie denn? Oh Gott, jetzt warte, warte. Dieb! Nein, er nimmt die uns weg, die Sachen. Habe ich das jetzt... Gestohlene Gegenstände einer. Nein, was hat er uns weggenommen? Was? Mistkerl. Die Ameisen. Okay, die Ameisen, die kann er haben. Die Ameisen können wir uns... Danke, Jeb. Du warst mir keine große Hilfe. Ist doch nicht schlimm. Das waren ja nur die Ameisen. Ist okay. Aber der was, der kriegt er noch zurück, du. Der das... War hier ein Affe drinne, der uns beklaut? Ich glaub's nicht. So, was ist denn da noch drin, ne? Oh, Notizbuch aus Ahnenrindenpapier, das in einer Truhe in der Nähe des Sägewerks lag. Buch der Herausforderung, zusammengestellt und bestätigt durch die Kolonialherren von Lincoln Island. Cyrus Smith, Ingenieur, Gideon Spilett, Reporter, Herbert Brown, Student, Knapp, Butler, Pensroff, Seemann. Mit Unterstützung ihrer getreuen Tiere, Jupp, dem Affen, Top, dem Hund. Jupp ist aber nicht Jepp, oder doch? War das eigentlich mal ein Affe von jemand anderem? Herausforderung. Schreib Utensilien für die Gemeinschaft besorgen. Einsatz. 3 Paar Socken aus Ballonseide. Herausforderung angenommen von Gideons... Anmerkung. Das Papier wurde aus Ahornbaumrinde hergestellt. Die Tinte wurde aus in Alkohol aufgelösten Mineralpigmenten hergestellt. Mhm. Glas für Flaschen und Fenster für unser Granithaus herstellen. Einsatz, ein Notizbuch aus Rindenpapier. Herausforderung angenommen von Cyrus Smith und Notizbuch, was? Anmerkung, das Glas, Notizbuch aus Ahornrindenpapier, das in einer Truhe in der Nähe des Sägewerkes lag. Anmerkung, die verglasbare Mixtur wird hergestellt aus Sand, ungelöschtem Kalk, Holzkohle und Natriumcarbonat, das beim Verbrennen von Algen erzeugt wird. Ich lese da schon ein paar Sachen raus, die wir jetzt schon haben. Herausforderung. Die Kolonialherren von Lincoln Island mit einer Auswahl an süßen und deftigen Kuchen, die den Leckereien der alten und neuen Welt vergleichbar sind, versorgen. Einsatz, ein paar Robbenfellstiefel. Herausforderung angenommen von Nab mit Unterstützung von Jupp. Und für den Kuchenteig. Das Mehl muss angefeuchtet werden. Honig und Ahornsirup verleihen Süße. Jetzt haben wir unseren Ahornsirup leider schon gegessen. Für die Torten zuerst den Teig mischen, dann die Früchte hinzufügen, für die Fleischpasteten. Eier sind nicht zwingend notwendig, aber das Palmöl. Dieses Öl eignet sich auch hervorragend für den Salat. Ah. Die Höhe der Kreuzung und anderer signifikanter Standorte des nördlichen Plateaus unter alleiniger Zuhilfeannahme des Nivelliergeräts ermitteln. Einsatz, ein Orangenkuchen. Herausforderung angenommen von Herbert Brown. Und... Kompliment an Herbert, der mit diesem primitiven Gerät aus einem einfachen Rechteck und einem Lot so clever umgegangen ist. Das Gerät wäre allerdings so viel einfacher im Gebrauch, wenn es ein Teleskop hätte. Und zwar, das in einer Truhe in der Nähe des Sägewerkes lag. Herausfinden, ob es sich bei dem seltsamen Gesicht auf der Klippe... Was ist das viel zu lesen? ...die das Sägewerk überragt, um eine natürliche Gesteinsformation oder eine Skulptur handelt. Ein halbes Pfund wilden Tabak. Dieses Unternehmen wurde auf Verlangen von Cyrus Smith verworfen. Beobachtungen durch ein Teleskop haben einen die Frage nicht klären können. Pensroff wollte zur Klippe hinaufsteigen. Cyrus hat ihn gebeten, von diesem gefährlichen Unternehmen abzusehen. Er hat den eingesetzten Tabak trotzdem bekommen. 10 von 11, Notizbuch. Herausforderung, die großen Brennaufen auf der Klippe weiß streichen, um vorbeifahrende Schiffe auf uns aufmerksam zu machen. Einsatz Fisch, Pastete, Herausforderung,
Aufgabe wurde mit dem ungelöschten Kalk aus dem Brennofen gelöst. Kalk zunächst wässern vorsichtig. Die Reaktion ist heftig. Das Pulver muss in das Wasser geschüttet werden, nicht umgekehrt. Gelöschten Kalk in Öl auflösen, Kreide hinzufügen, um eine hochwertige Farbe herzustellen. Aha. Und das letzte, andere Arbeiten, die gleichzeitig erledigt wurden. Der hydraulische Lift, der die Muscheln vom Strand zur Kalkverarbeitung transportiert, wurde repariert. Korrektur einer fehlerhaften Luftströmung durch das Vergrößern von Öffnungen in Richtung des vorherrschenden Windes. Gelöschter Kalk entsteht durch das Wässern von ungelöschtem Kalk. Durch den Einsatz von Hitze wird gelöschter Kalk wieder zu ungelöschtem Kalk. Oh Gott. So, jetzt können wir hier Sachen nehmen. Das ist ja toll. Truhe ist leer. Okay. Aber wir können immer nachlesen, ne? Das haben wir jetzt in unseren Informationen gespeichert. Das ist gut. Oha, da kommt aber ein riesen Aufgabenbereich auf uns zu. Ich will mir nicht die Füße an den Dornen aufschneiden. Vielleicht mit deinem Messer mal. Jetzt gehen wir erstmal wieder in unser Inventar. So, dann musst du den anderen Kram erstmal wegpacken. So. Ich höre hier irgendwie, ist das der böse Affe? Sind hier oben vielleicht böse Affen? Oh, was ist das? Ich will mir nicht die Füße an den Dornen aufschneiden. Jep, kannst du da nicht hin? Ich will mir nicht die Füße an den Dornen aufschneiden. Oh, ich höre hier ganz fiese kleine... Oder mit der Axt hier einfach drauf... Ich will mir nicht die Füße an den Dornen aufschneiden. Oh, Mädel, ich habe doch gerade das Ding genommen. Nee, das geht nicht. Okay. Vielleicht, weil sie auch noch rostig ist. Ja, ist alles noch ein bisschen durcheinander jetzt hier. Ich weiß nicht, hier oben ist da Aloe Vera. Ich weiß nicht, ob wir das noch... Wahrscheinlich werden wir es noch brauchen, aber ich weiß nicht wann und im Moment noch nicht wofür. Ich brauche ein Werkzeug. Dann nimm dir mal hier deine rostige Axt. Diese Axt taugt nichts. Was mache ich denn dann Diese jetzt? Axt taugt nichts. Ja, so ein Scheiß, echt. Ja, gebe ich dir recht. Vielleicht können wir die aber ein bisschen abschleifen, um die wieder, ne? Kreide. Um die wieder in Gang zu kriegen. Können wir da irgendwas machen? Oder muss ich da erstmal die anderen Geschichten reparieren? Pff, wir haben ja jetzt sonst nichts zum Schleifen oder so. Oh, schwierig. Weiß auch nicht, was es mit den Ästen hier auf sich hat. Uiuiuiuiuiuiuiui. Was wir hier jetzt alles tun sollen. Hier geht's da lang das? Ach so. Okay. Wir können ja jederzeit eigentlich wieder... Dann haben wir noch diesen Vogel da oben. Den Vogel könnte man auch braten und essen. Ja, das ist ja alles sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich gerade anfangen soll. Einfach mal reinlesen hier in unsere Notizen. Aufgaben. Hinweis, der Roboter erwähnte einen Durchgang, der sich in einer Höhe von 340 Fuß befinden soll. Erkunde die Insel, um einen Weg zum geometrischen Motor ausfindig zu machen. Okay. Dokumente. Können wir hier jetzt vielleicht irgendwas nehmen? Nee, zu weit darf ich nicht gehen. Hier fängt es eigentlich so an, ne? Buch der Herausforderung. Zusammengestellt besteht durch die Kunden, ne? Das sind die Leute. Und hier ist die erste. Schreibutensilien für die Gemeinschaft besorgen. Ist das denn so wichtig? Glas für Flaschen und Fenster für unser Granithaus herstellen. Weiß nicht. Der Kuchen, der wäre eher was. Honig und Ahornsirup, ja. Und Feuer wäre auch nicht schlecht, meine Liebe. Vielleicht kann Jep ja auch mal auf einen Baum oder so klettern. Ich meine, um an den Honig zu kommen. Bienen, lassen wir sie besser in Ruhe. Hör zu, Jep. Wenn du dir den Honig holen willst, musst du das allein tun. Ich möchte nicht gestochen werden. Ja, kann er denn nicht mal alleine? Können wir das denn mal machen? Dass der Jep mal alleine spielt. Geht das denn hier?
Abkürzung, Übersicht. Aufgabendokumente, Inventarmenü, nee. So, dass man einfach direkt mal sagt, Leute, kann man das ja eigentlich demontieren? Nö. Gewicht. Schleifstein. Ach, Moment mal, wenn wir einen Schleifstein haben, kann ich den dann nicht hier... Hab ich gar nicht gesehen, dass ich das Ding habe. Können wir das hier irgendwo hin? Da. Und wenn du jetzt die Axt... Da, weiß ich auch nicht. Ich muss etwas vergessen haben. Ja, ich kenne mich ja nicht so aus. Ist ja nicht so, als würde ich sowas hier täglich benutzen. Hier haben wir schon mal was zum Destillieren. Ich muss was vergessen haben. Was denn? Muss ich das hier irgendwie festmachen oder so? Habe ich das mit dem Gewicht oder was? Nee, ne? Nee. Ich sehe aber auch nicht, wo ich hier was außer dem Ding selbst dran machen kann. Ach hier, da ist noch was. Ah, was kann man denn da machen? Kann ich da ein Gewicht dranhängen? Nee. Nee. Was ist da drin? Rote Pigment, okay. Nagel. Was kommt denn da unten hin? Kann ich das vielleicht befestigen mit meinem Stahlseil oder das hier? Was weiß ich, damit es nicht abfällt oder so? Nee, oder da soll einfach nur die Axt dann das, was wir schleifen wollen, hin? Nee, dann reite ich es gerade nicht. Ich kann doch hier das und das, ne? Ja, es ist egal. Also ich kann hier sägen und ich kann schleifen. Kann ich die... Nee, ne? Die beiden irgendwie verbinden? Ich möchte das Ding eigentlich nicht gerade sägen. Ich will schleifen. Also ich glaube, dass man hier noch irgendwas machen kann. Soll da noch irgendwie ein Brett hin oder was? Das ist ja nicht so mein Ding hier gerade. Das merkt ihr ja wahrscheinlich schon. Zweckentfremdung. Zweckentfremdung. Ich versuche es ja immer wieder. Das Gewehr, das für nichts gut ist. Kann ich da was anderes... Nee, ne? Ich kann nichts holen und... Ja, genau. Pack das mal dahin. Das war bestimmt das, was fehlte. Ganz sicher. Ich muss etwas vergessen haben. Ja, aber dass man hier auch keinen Tipp kriegt. Also, für wer bin ich denn hier? Dass sie kann doch da noch mal was zu sagen. Was fehlt denn? Irgend so ein Tipp oder was? Bin doch hier kein niemand hier. Ich kann überhaupt gar nicht. Nee, was weiß ich nicht, was da jetzt... Ich haben ja auch nichts. Vielleicht muss ich noch was einsammeln, was wir jetzt einfach an dieser Stelle auch noch nicht haben. Hm. Haben wir hier unseren Haken. Das ist auch ganz toll. Kannst den Haken daran zwirbeln? Nee. Nee, Leute. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber wir haben eine Menge entdeckt. Und wir haben eine Menge Aufgaben bekommen, die ich mir nochmal in Ruhe hier durchlesen werde. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein Feuer müssen wir auch noch machen. Es ist ja alles nicht so einfach hier. Aber es ist irgendwie auch toll, mal wieder so eine ganz neue Ecke zu sehen, die wir vorher nicht hatten. Kann man die mitnehmen, wenn ich da jetzt... Nee. Es geht nur da, ne? Nochmal den... Nochmal ganz zum Schluss hier den Jep. Wie wir oben sind. Ah, hier, guck mal. Begeistert. Ach so, das sollte einen anderen Vogel darstellen. Der Vogel, der soll in das Nest. Ach so, komm, pack den mal dazu. Sehr gut, Süße. Du bist ein lieber Kerl. Ich weiß. Ich weiß. Oh. So, irgendwas kann man hier noch reinwerfen. Das machen wir aber alles im nächsten Part. Vogel gerettet, alles wieder gut. Hättest den Vogel auch mit nach unten nehmen können. Hätten wir mit dem Ball zhaken können. Ein schönes Feuer machen, schön Vogel essen. Ich bin übrigens nebenbei Vegetarier. Aber auf so einer Insel, da hätten Mina und Jepp es sich doch jetzt schön machen können mit dem Vogel.
Aber okay. Dann sehen wir uns in weiter Ferne. Irgendwann werden wir hier wegkommen von dieser Insel. Irgendwann eines Tages reisen wir wieder zurück, um unser Schwesters Geburtstag, der jetzt wahrscheinlich schon längst gewesen ist, doch noch endlich miterleben zu können. Eines Tages verlassen wir diese Insel, aber noch nicht heute. Bis dann!